So. Le Mans. Oh, super. Ich wollte erst meckern, aber super. Mit dem schnellen Auto, wo wir haben. 18 Uhr, das heißt, es könnte dunkel werden. Klares Wetter. Drei Runden ist lang. Geil. Und wir können tunen auf S. Oh, oh, oh. Beziehungsweise wir lassen tunen. Mega. 535 kW sind das. Schon viel. So. 356 km/h. 431. Alter, in dem Auto. Querbeschleunigung 1,2, also schlechter wie jetzt. Noch weniger Grip. Aber damn schnell. Oh, das machen wir jetzt einfach aus Spaß und der Freude. Alter, das sind über 1000 PS, Mann. Auf Heck. Oh, guck mal, und sogar die Reifen gehen zurück auf Serie. Dafür aber breiter. Alter, ich muss das machen. Das könnte jetzt völlig in die Hose gehen, aber ich glaube, das fährt sich ganz interessant. Querbeschleunigung geht auf 1 sogar runter. Gewichtsverteilung, mehr auf der Hinterachse, okay. Bin gespannt. Bin echt gespannt. Das könnte übel werden jetzt. Wolkenlos, leichter Nebel. Oh, das sieht bestimmt wunderschön aus. Leichter Nebel im Sonnenuntergang. Oh. Beautiful. Warum buckelst du? Mit einer Länge von 6 Kilometern bietet die alte Mühlsandstrecke von Le Mans eine der längsten Geraden in der Geschichte des Motorsports, auf der schon Spitzengeschwindigkeiten von über 400 km/h erreicht wurden. Ja, mache ich jetzt. 431, um genau zu sein. Oha, oha. Aber er hat ein Fahrwerk. Guck mal auf die Höhe. Da hat ein Fahrwerk drin. Und ein Flügel, das ist gut. Boah, das ist echt tief. Frontspoiler, Heckspoiler. Der könnte gut auf der Strecke kleben. Bei hohen Geschwindigkeiten natürlich. Achtung. Gesehen. Da sind schon die Reifen durchgedreht. Oh, wie klingt der denn? Hat der den Motor ausgetauscht? Oh, also Bremse hätte er auch ruhig einbauen können. Alter, was ist denn das für ein Biest? Und die Traktionskontrolle. Die hört ja gar nicht mehr auf. Im vierten Gang noch. Alter! Das Ding ist ja kaum kontrollierbar. Ach du heilige Scheiße. Vielleicht sollte ich da auch Stabilitätskontrolle einschalten. Aber wir warten mal ab, wie es so läuft. Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. Da hat jemand ein Monster erschaffen. Wow, wow, wow.
Ja, die Hinterachse, die möchte sich bewegen. Er möchte tanzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wie beschleunigt der? Junge, 413, 415, 420, 425, Alter. Wow, wow. Oh, okay. Angriffsdruck ist nicht da. Das heißt, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein mit der Lenkung. Oh Gott. 3 Minuten 30 gilt es zu schlagen. Also wenn wir den in die Kurven unter Kontrolle kriegen, könnte das sogar hinhauen. Einfach so vorbeigezogen. Aber siehst du, in die Kurven wieder keine Chance, ne? Wow, 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 wow. Alter. Junge, 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 Junge. Also ihr hört es ja am Turbogeräusch, dass ich ja nur das Gas antippe und der schießt da los wie sonst was. Wow, wow, wow. Oh ne, aber 3,30. Das kriege ich nicht hin. Auf gar keinen Fall. Und wenn ich noch so viel übe. Bei 46. Sehr, sehr vorsichtig fahren mit dem Bock. Das war die letzte Strecke, ne? Oder die vorletzte. Wow, wow. Ne, ich meine, die letzte war das, ne? Hakone sind wir gefahren und eben, was sind wir eben gefahren? Alter. Schnell ist er. Oh. Bodenwellen, tödlich. Alter, was sind wir eben gefahren? Könnt ihr mal sehen, wie durch ich bin, dass ich vergessen habe, was wir gerade eben für eine Strecke gefahren sind. Wow, wow, wow. Ach, von der Strecke abgekommen. Schade.
außer lauter Erzählen eben gar nicht darauf geachtet, was ich da gefahren bin. Also echt, der ist mega schwer zu kontrollieren. Also ich glaube, wenn ich in einem echten Lotus mit über 1000 PS, also mit dem Setup hier, da fahren würde, würde ich in der ersten Runde schon sterben. Ne, in der ersten nicht. In der ersten wäre ich zu vorsichtig. Aber in der zweiten Runde würde ich dann probieren, was geht. Und dann wäre es einfach vorbei. Wow, wow. Dann wäre es einfach vorbei. Wow, wow. Die Beschleunigung, ne? Wie er trotz Traktionskontrolle einfach nur hüpft hinten. Ey, Digga. Nicht anrempeln. Ich versuche das Auto nur gerade zu halten. Ich schaff's gar nicht, kontinuierlich auf den Tacho zu gucken. Würde mich interessieren, was wir hier schaffen. Also 4:30 habe ich vorhin gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch weiter ging. Boah. Mächtig viele Bodenwellen, ey, Alter. Alter, das Handling ist voll für den Arsch und die Bremse auch. Pass auf, wir sind am Ende. Im Rennen zwar viel schneller und haben vielleicht einen mega Vorsprung, kriegen aber so viel Zeitstrafen, dass wir dann doch nur Zweiter oder Dritter sind. Was vermutlich ausreichen würde von unserem Punktestand her, aber trotzdem, wie krank. Was ein Monster, ey. Wow. Wow. Keine Strafe. Gute Entscheidung. Richtige Entscheidung.
Ja, krasses Auto. Ich denke mal, für ein Drag Race wäre das Ding perfekt. Aber dann eine Meile. Ne, 1,6 Kilometer. Ich glaube, da macht ihm so schnell keiner was vor. Ja, aber springen wir doch einfach direkt ins Rennen. Viel mehr wird sich da jetzt nicht tun. Oh, ich habe nichts mehr zu trinken. Nein. Naja, so lange machen wir eh nicht mehr. Obwohl. Ich hole mir mal eben was zu trinken. Bin sofort zurück. Hey, Teufel. Hab gerade was zu trinken geholt. Meine Dose ist leer. So. Prost. Hey, aber ohne Scheiß. Welche Strecke sind wir hier? Ah, Mugello, stimmt. Hakone, Mugello und das jetzt, stimmt. Ging schnell. Gerade mal eine Stunde 20 jetzt. Krass. Er denkt, ich werde nur Zweiter. Was ist denn da schon wieder für ein Tuner dabei? Oh, da war ein Porsche. So. Drei Runden. Was nicht wenig ist. Komm, komm. So. Schauen wir mal. Und was denkt ihr? Schaffen wir es? Werden wir Erster? Wer fährt denn alles mit? Ancient Demo, Dimi, Stockiero, der immer viel zu schnell ist. Belcom, Mucha Sangre, Megatron, Kamugai, Essel Reap. Der Pyriel ist auch sehr schnell. Pyramity, Zeuswerte. Der zwei Rennen gefahren ist in dem Spiel und schon einen Driver-Tar hat. DJ BSE ist auch sehr schnell, wenn das Auto stimmt. Der Jeepman ist ja. Guck dir mal an. Naja, also man muss ja nur mal gucken. Jeepman ist wirklich ein Forza-Verrückter. Der macht dann auch spezielle Tunings für jedes Auto auf jeder Strecke, die man sich dann von runterladen kann. Also der ist da voll drin. Ähnlich wie Famris, der jeden Tag Forza streamt. In einem Rennanzug. Sehr cool. Was haben wir noch? Das war's. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ihr könnt ja mal versuchen, darauf zu achten, was unsere Höchstgeschwindigkeit ist und die gerade mal in den Chat schreiben. Weil ich bin dann zu konzentriert, um da drauf zu gucken. Oh, 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 oh. Ja, ja, ich bin voll in der Eisen, Digga. Tut mir leid. Au, au, au. Die Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine halbe Sekunde. Ey, ey, ey. Alter, was macht ihr? Fahrt doch nicht wie die Bekloppten.
Es wird mir eine Freude sein, euch auf der langen Geraden zu überholen. Wenn ich da überhaupt hinkomme. Alter. Übel, übel. Aber wir sind verdammt schnell, wenn ich das mal so sagen darf. Guck mal da hin. Ho, ho, ho. Das hätte so böse enden können eben. Alter, ich bin voll in der Eisen, ne? Volle Kanne. Ich stehe auf der Bremse. Komme ich nicht raus. Nein, nicht rum. Okay. In Gang 4 drehen zwar noch die Räder durch, aber ab Hälfte Gang 3 ungefähr haben wir Grip, um überhaupt zu beschleunigen. Vorher ist es ja nur ein Gewackel und Gezitter. Alle die Bremse! Okay. Fünfter. Wir müssen uns doch ein bisschen mehr anstrengen als gedacht, ne? Auch wenn wir so schnell sind. Die Kurven brechen uns echt das Genick. Stell das mit Handschaltung vor. Da kriegst du Burnout von vielen Hoch- und Runterschalten. Alter, die Bremse macht gar nichts mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Schöne Idee, das Auto so aufzubauen, aber Bremse, Mann. Bremse ist so verdammt wichtig. Speziell, wenn man 430 Sachen fährt. Jo, danke dir. Weg. Zehnter. Neunter. Ja, Bremsen sind anscheinend wirklich unnötiges Gewicht. Ja, weil gerade hier, wenn man so schnell fährt, man schafft nicht eine Kurve. Die Bremsen reichen einfach nicht aus. Fünfter wieder. So, ich muss sofort in die Eisen gehen, wenn da eine Anzeige kommt.
Boah. Ich bin voll in der Eisen, ne? Oh, oh, oh. Wow. Das war gut. Boah. Was ist denn hier los? Oh, mein Herz, Alter. Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Oh, verdammt, ist so schnell. Es ist so unfahrbar, das Vehikel. Acht Sekunden Vorsprung vorne. Oh, das ist gerade schwer zu lesen, Toffel. Ich kann noch nicht mal einfach nur geradeaus fahren, weil ich die ganze Zeit versuchen muss, das Auto irgendwie gerade zu halten. Das Heck ist so wild. Über 1000 PS auf der Hinterachse ist schwer. Wie auf rohen Eiern musste hier fahren, ne? Millimeterarbeit mit dem Finger. Ich sag ja, wenn der noch Grip hätte, ne? Das Ding wäre unschlagbar. Straßenbereifung. Ich sag es nur. Das Ding ist doch für Salz... Seerennen gebaut, ja, aber 100%. Damit kannst du durch Death Valley fahren. Aber sonst nirgends. Junge, Junge, Junge. Ne, fetter Motor, Fahrwerk, Aerodynamik, aber Straßenbereifung. Keine Bremsen, also Straßenbremsen, Serienbremsen. Nicht gerade sehr ausgeglichen, muss ich so mal sagen. Guck mal, der erste hat 12 Sekunden Vorsprung. Stockiere natürlich wieder, ne? Wow, wow, wow. So. Und jetzt 430. Gib ihm. Kommen gleich wieder die scheiß Bodenwellen. Moin. Wow, wow, wow. So, Achtung. Oh, wow, sehr gut durchgekommen. Zweiter. Alter, ich glaub's ja wohl nicht. Aber er kriegt ja wieder die Kurve nicht. Warum baut man da keine Bremsen ein? Ich verstehe es nicht. Da verzichte ich doch auf ein paar PS und baue eine Bremse ein. Also, erster wird wohl nix. Vielleicht können wir Dritter bleiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sorry, Digga. Ich kann nicht. Ich bremse ja schon. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 2,5 Sekunden. Hey, hey, hey. Muss nicht anrempeln hier. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 2,5 Sekunden. Wie, du kannst heute keinen Trinkwärter machen. Hast keine Kanalpunkte mehr. Was ist da denn los?
alles verprasst für Koks, Nutten, Schalen, Tiere. Alter, ich muss da durchkommen jetzt. Wenigstens Zweiter. Digga. Bleib weg. Nicht. Gleich haben wir's. Einmal links, einmal rechts und wir sind zu Hause. Oh, Gibi. Vierter, okay, wegen der Zeitstrafen. Das könnte aber reichen, ne? Alter. Das ist so assi, das Ding, ne? So, Achtung. Jawoll! Ach Gott, was ein Vorsprung. 146 Gesamtpunkte. Bam. Ja, geil. Dann können wir jetzt auch noch das finale Rennen fahren von der Serie und dann haben wir die Karriere komplett abgeschlossen. Das ging ja schneller als gedacht. Krasser Scheiß. Und das letzte Rennen ist in diesem Porsche. Porsche. Hoppala. Pack ein. Geld nehmen wir auch mit. Nächste Serie. Damn right.